Willkommen zurück zu Let's Play Ys the Oath and Fel'Ghanah. Ja. Wie versprochen, Anyas Spiel. Tja. Rich stuff. Wow. Tja. Wir sollen auf jeden Fall irgendwo noch weiteres Revelor finden. Ne? Oh yeah. Hast du was? Ist da was? Ja, mit dir wollte ich nichts machen. Sorry. Ich habe andere Sachen zu tun. Wo könnte noch Rich Stuff sein? Puh. Oh, man kommt da hoch. Bam! Nice. Okay, wow, nochmal 20. 20 Revelor ist nicht schlecht. Okay. Dann gib mal noch einen Tipp. Okay. Mann, wo könnte es noch sein? Ein Revelor. Okay. Häuser durchsuchen. Ich sehe hier kein Revelor, oder? Bin ich blind? Nein. Okay. Nächstes Haus. Nee. In den Zimmern vielleicht? Sieht nicht so aus. Nächstes Haus. Naja. Nah. Ist nix. Ich bin bestimmt schon 5-mal dran vorbeigelaufen. Wie ich mich kenne. Kann es hier sein? Nö, aber hier ist Seil. Ich würde es ja mitnehmen für Notfälle, aber nö. Nicht mit mir. Hast du noch was zu sagen? Ja, ja, das weiß ich schon. Ja, ist okay. Also hier war eins. Two of me treasures be bacon in the sun and two of be indoors. So, die zwei draußen habe ich und eins drin habe ich schon. Aha. I hid one of the treasures in a place where all the grown-up pirates meet and make merry. Es ist doch eigentlich die Kneipe, oder? Meet and make merry, das klingt schon nach der Kneipe. Okay. Oh, hab's. Keine Ahnung, wo das jetzt lag, aber ich hab's. Gut. Anja, ich hab mein Spiel geschafft. Es war witzig. Yarr, und da war's. Oh, Achievement. Proficient Plunderer. Keine Ahnung, ob ihr das seht, aber da ist es. Ja, Render, was, Mr. Lowell? Did you find all me hidden treasure? So, what did you think? Was it super tough to find them all? And did I sound like a real pirate? I bet I did. So, you know what? You can keep it. You did a real good job finding it, so I'm going to give it to you as a present. Ja, natürlich. Ja, würde ich ja, aber du willst ja gar nicht spielen. Ich bin gerade voll ready und du nicht. Naja. Na, das kennen wir schon. Bindui. Das kennen wir schon. Die Wache ist immer noch am Schild. Quatsch, am Speerschmieden. Und wir. Weiß ich nochmal wieder da oben. Und machen uns ja auch jetzt auf den Weg nach Norden. Oh, hier sind gegenstärkere Gegner, oder? Es sind neue Gegner.
oder? Quill Goof. Goof turned feral by the ongoing disaster, which was only to maim and kill, strong but easily defeated with a steady attack. Jetzt füllen wir wenigstens mal die Lücken hier. Da will ich nicht hin eigentlich, nein. Okay. Ja, ausbesonnt. Nach oben und nach links ist der Weg. Ist es ein Gegner neu? Ja, das ist ein neuer. Das ist Darius. Okay. A more powerful Ries, though to have a malicious will due to its frantic spreading of toxic seed, grows back after being cut down. Okay. Gut. Ey, solange Erfahrung gibt, ist mir das völlig egal, ob er nachwächst. Das müssen wir jetzt in die Richtung. So. Als ob die Hunde irgendwas gegen mich ausrichten können. Ja? Warte, was? Mountain Base. Ah ja, klar, mit dem Doppelsprung kommen wir da erst hoch. Ha, so war das. Das hätten wir schon früher hier hingehen können. Largely undisturbed by men. Na dann. Ja. Los geht's, neues Gebiet. Oh, ein bisschen Schaden. What the fuck? Das ist ein Cradle. Cradle. 23. A subspecies of Radel, which has adapted to the cold. Unintelligent, but prides its warrior status and often fights with its Radel cousins. Radel, Radel. Ah, what the fucking. Wow. Ich wusste schon, dass es irgendwas ist, aber dass es einfach rausspringt. A burrower that leaps up from the ground when it senses prey nearby. On close inspection, its tail can be seen protruding from the soil. 24. Also langsam werden die Gegner stark. Auf der anderen Seite, wow, gebe ich viel Erfahrung. Ich habe gerade mal geschaut, wie die Leiste sich so bewegt. Ja, ist 566 noch. Jetzt haben wir noch 279. Da ist noch einer. Ich habe ihn gesehen, aber es hat mir nichts gebracht. Okay. Strength plus. Bitch. So. Please. Okay. Kusche Bergtrolle. Ich hasse fliegende Gegner. Ist ein Jigel. A Jiggle, Jigel. A mud wasp that's adapted to the cold carries the prey back to its nest, preserving the meat for later consumption. Nice. Da oben ist schon wieder so ein Gegner. Ich schätze mal, da geht's weiter. Ah, geh was nach rechts. Na gut, das ist natürlich eine bessere Taktik. Oh, rechts ist einfach gar nichts. Gut, dann gehe ich halt weiter. Ist ein schöner Team übrigens. Wie immer. Ah, da geben sie sich schon... Oh. Also ich muss sagen, so japanische RPGs geben sich meistens sehr viel Mühe mit ihren Themes. Nicht, dass das andere nicht auch machen würden. Das wäre gelogen. So, Leben ist okay. Ich hätte trotzdem irgendwann demnächst gerne einen Speicherpunkt. Burp. Nein, das war die falsche Taste. Ich wollte den hier machen. So. Oh, ja, an die erinnere ich mich noch. Ja, dann schieß. Traust dich ja eh nicht. Genau, die kommen nämlich sogar nochmal zurück. Das wäre ein Solmi.
a plant which throws its thorned leaves out like boomerangs may simply be mimicking observed behavior, rumored to be extremely delicious. Also, das interessiert mich jetzt schon mal. Nee. Ganz unachtsam bin ich jetzt auch nicht. Ich wüsste aber gerne, wo diese Pflanze ist, die ich suche. Ich hoffe mal, die kommt noch. Aber zur Not gehe ich halt den Weg nochmal auf. Meine Fresse. Das sind dieselben Fliegen wie die ganze Zeit, ne? Oh, ja, sind sie. Ja, Kombo. Oh, geben die viel Geld? 50 Goldmünzen. Also Münzen, die 50 Gold wert sind, wollte ich damit sagen. Das ist ja einfach Ruhe. Du hast für mich keine Relevanz. So. Weiter geht's. Ist ziemlich linear gerade. Was zur Abwechslung auch mal schön ist. Ich will nicht in die blöden Feuerwelt zurückdenken. Wassertempel-Style, ja geil. Oh, Level up. Okay, wo geht's hier runter? Oh, 4 Gold, okay. Hat sich schon wieder gelohnt. 12.000, wir brauchen 16.000 für das Schlechteste. Ich glaube, es war das Schild. Und dann 18.000 und ich glaube 22.000. Es müsste die Staffelung sein. Oder zumindest was ähnliches. So. Oh, mein Gold. Ich und mein Gold. Oh. Nein, was ist das? What the fuck? Nein, ich bin gestorben. Okay, schnell durchlauf. Alles nochmal. Alles nochmal. Alles nochmal. Was war denn das für Drecksviecher? Ich glaube, gegen die bin ich schon mal gestorben. Ich glaube, an die erinnere ich mich. Die waren schon das letzte Mal ziemlich hässlich. Ich meine, Feuermagie ist gegen die effektiv. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay, also jetzt müssen wir zumindest nichts erkunden, weil wir kennen ja schon alles. Kannst mich mal. Trotzdem alle Gegner töten? Warum? Wir haben es auch schon mal getötet, weil wir keine Erfahrung mehr dafür haben. Das ist der Mist. Ich hätte mich wegteleportieren sollen. Ja toll, jetzt sieht unser Leben noch scheiße aus. Oh, okay, aber wir haben Level up. Okay, ich nehm's zurück. Ich nehm's verdammt nochmal zurück. Da war nix. Praktisch nur geradeaus. Ja, ich sehe euch. Ja, schön, dass ihr so schön springen könnt, aber... Nein. Ärgerlich, ärgerlich. Verdammt ärgerlich. Verdammte Steine. Ja, wie gesagt, ich glaube mich daran zu erinnern, dass sie ziemlich nervig waren. Wie habe ich die damals besiegt? Ich glaube, ich habe die erstmal ignoriert. Gewartet, bis ich stark genug war? Ich bin aber nicht sicher. Oh, die machen aber auch schon ganz schön viel Schaden. Zumindest gibt es im Moment noch genug Highlights. Und stopp. 60.000 für die Wiederbelebung. Für den Final Boss muss ich mir das Ding auf jeden Fall kaufen. Das würde den Kampf garantiert um einiges vereinfachen. Wenn ich mir überlege, wie das im letzten Final Boss Fight war, also Ark of Napishtim. Ich hätte es ohne geschafft. Aber es war so viel einfacher durch den Video. Oder war es sogar so, dass ich ziemlich auf die Schnauze bekommen habe, den gebraucht habe und dann beim zweiten Leben ziemlich tot war? Ich weiß es nicht mehr. Es ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich knapp nicht drin gespielt habe. Zumindest ist der Film schön. Das ist nicht ganz so langweilig. Wop. Außerdem sind wir schon fast wieder da.
Nur so wichtige Sachen wie die 1000 Gold nicht vergessen. Ja genau, das ist halt eine. Dafür sorgen, dass das Gold nicht einfach verschwindet. Oder das Highlighten, das ich gerade brauchen könnte. Okay. Genau, da oben. Ja, hier waren wir ungefähr. Müsste hinkommen. Ignoriere dich jetzt? Warum ignoriere ich dich? Weil ich eh nochmal den Weg langlaufen muss. Weil ich mir jetzt ja das Gold holen will. Mann, ist das viel Gold. So, Attack Boost, Strength Boost, was auch immer, und dann ist hier der Gegner. Ja, komm schon. So. Jetzt. Kämpfe gleich wieder gegen das Scheißvieh. Ich glaube, es ist auch ein Speicherpunkt relativ nah. Ich bin mir nicht mehr sicher. So. Okay, da kommt er. Ist er tot? Ah, nach rechts geht's weiter, nach links auch. Naja, natürlich ist der Feuer gegen die Gegner hier effektiv, wenn es Eisgegner sind. Oh, da ist die Blume. Warum lief es für die Picard Worlds? Jetzt hier auch Leute? Oder ist hier optional? Hier geht's weiter, okay. Dann gehe ich jetzt nach rechts. Nee, du. Wo bist du? Oh, da ist noch einer. Shit. Zu viel Schaden. Okay, Ravenlore einsammeln und weggehen. Ich gehe einfach. Du kannst nicht mal. Und du auch. Nein. Nein, einfach nein. Nein, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich hab keine Lust mehr. Ach, jetzt tauchst du einfach nicht mehr auf, oder was? Dieser Scheißkerl. So. Und ich bin schon wieder fast tot. Ich hoffe einfach, jetzt kommt ein Speicherpunkt. Ansonsten werde ich sehr schnell einen Rückzug antreten. Na, zumindest heilen. Und scheiß doch, das nochmal zu machen. Solange ich meine Erfahrung so weit behalten kann, ist es mir wurscht. Nein, nein! Einfach lass mich in Ruhe. Ich brauche Leben, ich brauche Heilung. Ich brauche so vieles. Und der Tag ist so lang. So. Ravenlore, 70. Scheiße. Nein. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Was? Noch eine Blüte.
Oh, okay. Wurmleaves, nochmal. Die Frage ist, wie viel brauche ich? Okay. Solange er das Ding drauf hat, kriegt er weniger Schaden, ist das korrekt, ja. Schon wieder neue Gegner. By the way! Pascho, perpetually nervous beastman that tends to spring into action at inopportune moments. Looks like a cat, but thinks like it's a tiger. Im Übrigen, Stein haben wir nicht besiegt. Aber das macht nichts. Solange wir leben und uns irgendwann rächen können, ist alles okay. Noch auch mehr Schaden als mir lieb ist. Brauch echt langsam die neue Rüstung. Im Übrigen, letztes Mal haben wir mehr definitiv mehr Gold bekommen. Und mein Leben ist schon wieder an der Schwelle, wo ich mir denke, fuck. Kann jetzt nicht langsam. Oh, fuck. War das knapp. Kann jetzt nicht langsam mal an den Speicherpunkt kommen. Oh, 15 Leben. Wisst ihr was? Fuck this. Nein. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich gehe so ein Risiko definitiv nicht mehr ein. Das waren 2 Level. Die gebe ich nicht auf. Ich kann jetzt einfach durchrennen. Ist mir völlig wurscht. 14.000. Wir brauchen mehr, aber... Wie viel haben wir nochmal gebraucht? Es waren 16, 18, 24. Ah, wäre schon schön. Ach, was soll's. Ich hab Leaves für dich. Reichen die dir? Ja, ja, ja. Bitte. Really? Okay. Reicht dir nicht. Es reicht ihm nicht. Ach, was soll's. Zogenes Gör. Lass mich in Ruhe. Ich weiß, ich könnte, aber ich will echt gerade nicht. Nachdem wir die Strecke gerade zum dritten Mal laufen. Ich meine, schöne Strecke und so, keine Frage. Die schöne Wildnis der Elternberge, Abgeschiedenheit, keine Menschen, überall Schnee und Monster. Und so weiter. Lass mich einfach in Ruhe. Also mit Durchrennen kommt man echt nur doch relativ schnell voran. Man verliert halt ein bisschen Erfahrung. Was soll's? Wenn ich bei Gelegenheit mal wieder Eis sehe, kann ich das ja kaputt machen. So. Bitch. Breach. Ich will den nicht. Ich will ihn nicht mal sehen. So. Ah, shit. Zu schnell. Oh, ich habe den Special Move gerade bekommen, interessant. Den benutze ich auch viel zu selten. Hopp, musste mich kratzen. War ein Fehler. Gleich mal Damage kassiert. Und... weil ich es kann. Jetzt sind wir ungefähr wieder da. Wow, ich habe genau zwischen die zwei Gegner. Ah, doch, ich habe einen getroffen, aber... nicht so, wie ich es gehofft hatte.
Na, 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 na. So. Wow, meine Zielfertigkeiten sind auf den Arsch. Ei, ei, ei. Die machen mir so viel kleinen Schaden, der sich einfach aufsummiert. Wow, toll. Komm, nochmal. Oh Gott, ich blick das drauf. So viel zu meiner großen Klappe. Was soll's. Auch schon egal. Auch schon egal. Auch schon egal. So. War doch gar nicht so schwer jetzt. Wie konnte ich da nur so viel Schaden bekommen? Oh, oh fuck. Okay, da ist eine Schatzkiste, das ist schlecht. Wie komme ich darüber? Wahrscheinlich von oben. Jo, von oben. Komm schon, ihr Katzen, Tiger, Viecher. Es reicht. Ich kann die auch nicht mehr sehen. Katzentiefe habe ich mal getroffen. Faszinierend. Neues Level Up, 26. Und 40 Ravelor. Wir sind jetzt bei 221. Fuck. Jetzt brauche ich nur noch eine Waffe, mit der wir das Ravelor auch benutzen können. Oder da kommen wir her. Okay. Gib mir einen Speicherpunkt. Speicherpunkt? Speicherpunkt, heiliger. Hat er länger gedauert, als ich dachte. Okay. Nachdem die letzte Folge ein bisschen länger war, glaube ich, je nachdem, wie ich es geedet habe mittlerweile, machen wir jetzt mal hier schon Schluss. Ich hoffe, die heutige Episode von Let's Play ist hier auf jeden Fall gern, hat euch gefallen und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, ciao.